Ja, mal gespannt, was da alles kommt. Der Dicke hatte uns damals ja die geistig-moralische Wende versprochen. Das war das einzige Versprechen, das er gehalten hat. Die geistig-moralische Wende. Weil mit der geistig-moralischen Wende kam die Medienvielfalt und mit der Medienvielfalt kam all diese Doofbratzen, die jeden Nachmittag in irgendwelchen Talkshows rumlümmeln durften, wo ich heute noch Schüttelfrost kriege, wenn mir Sätze entgegenquellen wie: Hey, Frau Kalvas, wann die Stütze mir meinen Besuch im Schwingerclub nicht mehr bezahlt, das ist sozial doch nicht gerecht. Da muss der Staat doch langsam mal was machen. Hä? Was kann ich denn dafür, wenn die Alte daheim die Beine nicht mehr breit macht? Das geht mir total auf den Sack, da ist der Staat in der Pflicht. Ja, Hermann, ich weiß nicht, ob wir das abschließend im Gespräch heute Nachmittag so klären können. Ne? Oder sitzt du vorm Fernseher, blickst in die zahnlosen Münder aufgeschwemmter Teigbrocken und denkst dir nur, dürfen alle wählen. Schon, ne, die geistig-moralische Wende, was hat sie uns gebracht? Wir sind Weltmeister im Nichtkriegen, im SMS-Verschicken und im Klingeltöne-Downloaden. Ein Volk, das angeblich am Abgrund steht, das kein Geld mehr hat, lädt sich jährlich für 272 Millionen Euro Klingeltöne aufs Handy. Das zeigt, wie individuell ich bin. Dann kommt ein anderer um die Ecke und sagt: Oh, da ist ja einer, der ist genauso individuell wie ich. Oh. Dann werden die Heckscheiben in Autos zugepflastert, um die Individualität zu bessern. Abi 2005, Quali 1974, sitzen geblieben 2001. Ne? Insolvenz 99, Scheidung 2003. Neulich bin ich auf der Autobahn wieder hinter einem her, auf der linken Spur. Bei Kassel, alles auf der linken Spur, weil er gemutmaßt hat, dass kurz vor Helsinki gleich ein 40-Tonner zum Überholen ansetzen können. Ne, was? Was steht in der Heckscheibe? Prostatavergrößerung 2000. Na, das ist unglaublich. Na, aber diese Klingeltöne im Jamba-Sparabo für nur 4,99 Euro im Monat. Und die werden dann jeden Monat abgebucht, auch wenn man überhaupt nichts mehr runterlädt, ne, weil niemand weiß, wie man das Abo wieder kündigen kann. Bestell dir die süßesten Handybilder auf dein Display und im nächsten Spot danach sofort wie praktisch hol dir das Jamba-Lösch-Logo im Sparabo für freie Sicht auf dein Display. Die geistig-moralische Wende, da hat die Erhebungsstelle der neuen Medien gewarnt oder gesagt, Deutschland hinkt hinterher. Nur 50% der Menschen in Deutschland nutzen regelmäßig das Internet. Aber wenn man dann wieder weiß, wofür diese 50% das Internet bevorzugt nutzen, kann man fast schon wieder froh sein, dass es nur 50% sind. Na, das Internet. Alle sagen, ja, das ist so toll im Internet, man ist da so anonym, man kann sich jünger machen, reihenweise surfen Frührentner mit sabbernden Lefzen in Chatrooms rum wie Hot Teenagers online, sind dort dann meistens wieder ganz ohne sich. Na, haben sich über das Lexikon der Jugendsprache mühsam ein paar Szenegriffe antrainiert, fallen dann aber irgendwann trotzdem auf, weil sie als Schriftart Sütterlin gewählt haben. Da ist...